guten Abend und herzlich willkommen bei Menzel sieht schwarz. Wir berichten heute von Deck 9 des Internationalen Maritimen Museums. Bei uns ist unser Direktor und Gründer, Professor Peter Tamm. Und er hat heute Besuch bekommen von einem seiner 8 Enkel, Philipp von Rantzau. Und Philipp wird jetzt mit seinem Großvater durch das Museum gehen. Viel Vergnügen. Also Opa, du warst ja krank, als du das Geschenk von deiner Mutter bekommen hast. Wie alt warst du da eigentlich? Da war ich 5 Jahre alt. Also bist du schon drüber weg heute. Ne? Hm. Und warum hat es denn bei dir so eine große Lust ausgelöst, weiterzuführen? Das weiß ich auch nicht, aber auf alle Fälle hat es das ausgelöst. Und ich kann nur davor warnen, auch zu sammeln. Aber wenn, dann muss man damit rechnen, dass es weitergeht. Und dass eine große Sammlung eines Tages aus dem Ganzen wird. Nee. Ja. Und was ist das eigentlich, eine Art für Schiff? Das ist ein Küstenmotorschiff, 500 BRT. Das ist 1934 wurden die gebaut und fuhren ja eben an der Küste als Küstenmotorschiff. Wir nannten sie auch Klüten-Ewer oder Kymos damals. Und naja, damit fängt man an. Das waren die kleinsten Frachtschiffe der Welt, nicht damals. Hast du denn hier auch DRL- oder Esberger-Schiffe? Also Esberger ist natürlich, wie könnte es anders sein, bei uns voll vertreten. Und die deutschen Afrika-Linien auch, die haben wir alle hier. Unter den vielen Modellen sind die alle vorhanden. Aber auch die Geschichte der Reederei, also vom 19. Jahrhundert her bis heute, haben wir alle vertreten. Aber man braucht ein paar Jahre, um das zusammenzubekommen. Und hast du denn hier auch als kleines Modell die Bismarck unter deinen Kriegsschiffen? Nicht nur als kleines, unter den modernen habe ich natürlich alle Kriegsschiffe, vor allen Dingen auch die Schlachtschiffe und an der Spitze natürlich die Bismarck und die Tirpitz. Ja. War denn die Tirpitz auch sehr schwer bewaffnet? Die Tirpitz war ein Schwesterschiff von der Bismarck. Die waren also gleich bewaffnet, gleich groß, gleich schnell, gleich stark. Aber die Bismarck ging ja 1941 unter und die Tirpitz erst ein paar Jahre später in Nordnorwegen. Warum ist denn die Tirpitz eigentlich nie ausgelaufen? Die war ja ausgelaufen, die ist ja nach Norwegen raufgefahren, nach Nordnorwegen. Und da wurde sie dann von unter Wasserminen, die von U-Booten gelegt waren, von englischen U-Booten gelegt waren, ist sie dann vernichtet worden. Die Tirpitz war ja auch ein sehr starkes Schiff. Und warum war es eigentlich so ein Name wie Tirpitz, nicht so ein anderer Name, bekannter Name? Ja, also Bismarck ist erstmal ein berühmter deutscher Name eines deutschen Politikers und Tirpitz war immerhin einer der bedeutenden deutschen Seefahrtstrategen im Kaiserreich und hatte also sehr viel Verdienst um den Aufbau der kaiserlichen Flotte und wurde hoch verehrt in Deutschland. Und das war eigentlich naheliegend, nach Bismarck das nächste Schiff Tirpitz zu nennen. Ja, und hast du denn auch unter deinen Modellen, unter deinen kleinen Modellen auch die Queen Mary? Queen Mary, ja. Wir haben eigentlich fast alle Schiffe des vorigen Jahrhunderts hier versammelt. Und das Wichtige ist hier eben der simple Maßstab. Man kann sie also vergleichen. Du kannst sie meistens die Bismarck neben die Queen Mary stellen. Und dann kannst du sehen, welcher Unterschied da ist. Auch in der Größe, in der Länge, in der Tonnage. Danke, Opa, für das tolle Interview. Jetzt bin ich um einiges schlauer geworden mit den Schiffen. Mein Junge, ich freue mich, dass du dich so interessierst für die Schifffahrt. Tu das weiter. Schiff ist Mittelpunkt der Weltgeschichte. Ich weiß. Ohne Papa, Schiff gäbe es keine. Ich weiß, Papa hat ja auch eine Firma. Danke, Opi. Bitte schön.